Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino, heute mit Christian und Mario. Moin. Hallo. Ja, und ihr seid auch beide diejenigen, die heute am meisten wahrscheinlich sagen werden, denn ich bin hier nur sozusagen, naja, aus Anstand dabei, weil ich mir dachte, wenn die Zuschauer sich das schon wünschen, dann muss ich ja mal... Ich dachte, du erklärst uns heute, warum du so gerne Hörspiele hörst. Ja, ich bin auch gespannt. Hab mich ein bisschen gequält teilweise, aber ich hab's durchgezogen. Na komm, wir haben schöne Sachen rausgesucht. Ja, ja. Vor allem freut mich natürlich, viele alte Stimmen mal wieder zu hören, ja, aber dazu kommen wir ja im Detail noch. Genau. Es geht um Hörspiele, genau. Ihr habt euch ein Hörspiel-Spezial gewünscht, dann machen wir das doch mal. Mhm. Genau. Ja, das ist eine Geschichte... Ah, ja. Ja. Die ja auch tatsächlich damals für Schlagzeilen sorgte. Richtig, wir haben, kommen wir nochmal zu Larry Grant. Der Chopper. Der Chopper, ne, die Geisterstimme aus dem Jenseits, hatte ich lange nicht gehört und wollte ich unbedingt mal wieder hören, deswegen dachte ich, ich suche die mal aus. Andrea erstarrte vor Entsetzen, als sie das Badezimmer betrat. Das Chaos vor ihren Augen war der Beweis. Bettina war verrückt geworden und... Andrea erschrak bei dem Gedanken, Bettina war gefährlich. Andrea hatte nur ein Ziel. So schnell wie möglich raus aus der Wohnung, sich in Sicherheit bringen. Aber es war zu spät. Schon sah sie den Schatten vor sich größer werden, sah, wie der Arm von Bettina über ihre Schulter kam und sie sah das blinkende Rasiermesser. Ehe sie zu einer Reaktion fähig gewesen wäre, hatte die scharfe Edelstahlklinge auch schon die Halsschlagader mit einem tödlichen Schnitt durchtrennt. Ja, Chopper war damals tatsächlich ein Fall, der in einer Zahnarztpraxis 1981 aufgefallen ist. Angeblich war der Geist verliebt in eine Zahnarzthelferin und war mit Obszönitäten unterwegs. Und das Ganze ist 1982 immer als großer Schwindel aufgeflogen. Ich war damals zu jung, um das noch mitzukriegen. Wusste also auch damals als Chopper, Geisterstimme aus dem Jenseits herauskommen, gar nicht, dass das irgendwie auf wahren Begebenheiten beruht, obwohl es tatsächlich in dieser Folge auch erwähnt wird. Ja, es wird der reale Fall wird hier tatsächlich erwähnt. Es geht hier um zwei junge Kolleginnen, die eine sehr attraktiv, die andere ist eher so ein bisschen bummelig und die Attraktive geht nach Hause und plötzlich hört sie eben die Stimme von Chopper, dem Poltergeist, wie auch immer, gesprochen von Gottfried Kramer und der lässt so richtig einen vom Leder. So, ja, zieh dich aus, jetzt den BH. Ich mag's, wie du deine Brüste knetest. Und jetzt runter mit dem Slip. Und ich so, okay. Wow. Was ist aus Oscar aus der Tonne geworden? Genau, das ist die Stimme von Oscar aus der Mülltonne. Oder Kid, Knight Rider. Kid und Knight Rider, so. Michael Knight. Ein Schock, wenn man das hört. Wäre entsetzt gewesen. Naja, also, jedenfalls wird sie von diesem Geist besessen. Und verkommt zunehmend, bringt auch ihre Kollegin um und zeitgleich findet die Polizei zwei Leichen, die schwerste Verwesungen aufzeichnen. Das wäre jetzt nichts Besonderes und würde den PSA-Agenten Larry Brandt eigentlich nicht auf den Plan rufen, nur die Leute wurden am selben Tag noch lebendig gesehen, weswegen er eben nach Düsseldorf reist, wo das Ganze eben stattfindet, wo etwas sehr Unrealistisches gesagt wird. Es wird nämlich gesagt, dass Düsseldorf eine sehr schöne Stadt ist. Das sehe ich nicht so. Aber nein, also er reist dahin, hat seinen Kollegen Ivan Kunjaretschew dabei, den wir aus mehreren Folgen auch kennen. Und X-Ray 20 taucht ja auch einmal auf. Mhm. Der ist eher so der Bürohengst, hat ja eine wichtige Rolle. Jedenfalls, während die junge Frau besessen vom Geist des Choppers ihre Mordtour beginnt und durch die Stadt fährt, versucht Larry Brandt an anderer Stelle eben zu ermitteln. Er weiß von ihr erstmal noch gar nichts. Und es geht um ein Buch. Mit Beschwörungsformeln, das im Endeffekt gesucht wird. Allzu sehr möchte ich hier nicht ins Detail gehen, weil die Geschichte an sich eigentlich sehr, sehr interessant erzählt ist. Es ist eine der wenigen Geschichten aus der Larry Brandt-Reihe, die wirklich was mit Horror zu tun haben. Denn die meisten Geschichten sind ja meistens irgendwie übersinnliche Sachen, die sich am Ende als Mumpitz herausstellen, wo irgendwelche realen Verbrecher dabei sind. Mhm. Marosch, der Vampirkiller, mal abgesehen von der ersten Staffel. Chopper war die letzte Folge der ersten Staffel, also bestand aus 5 Folgen damals. Und es ist gar nicht meine Lieblingsfolge, aber ich fand es interessant, weil man hat auch hier ein paar Kürzungen später übernommen. Bei Chopper erstaunlicherweise nicht. Es gibt hier einen Rasiermessermord mit Kehle durchschneiden, was dann auch gut erklärt wird. Es gibt eben Chopper, der eben diese sexuelle Belästigung bringt, wo ich denke so,
Okay, ihr habt bei Gewalt teilweise ein Problem, aber die Nummer... Brüste kneten ist in Ordnung. Brüste kneten ist in Ordnung und runter mit dem Slip. Das lassen Sie drin dann. Ich mag die Geschichte, ich mag an der Geschichte, dass man von vornherein überhaupt nicht weiß, in welche Richtung sich das entwickelt. Es wird weniger horrorlastig nachher, obwohl es immer übersinnlich bleibt. So, es geht nachher noch eine Nummer auf dem Schnellboot, in die Larry Brand dann reingezogen wird, wo er Probleme bekommt. Aber insgesamt eine sehr kurzweilige, fast einstündige Folge, die mir sehr viel Spaß machte. Ja, Spaß machte tatsächlich. Also ich musste teilweise auch wirklich lachen. diese Sprüche da von Gottfried Kramer, weil man eben denkt so, ach Gott, was ist denn aus Oskar aus der Mülltonne geworden? Ne? Ja. Sag mal, diese Anfangsmusik, das war doch wie Kodo der Dritte. So ein bisschen dieses, das haben sie auch davon irgendwie abgeleitet, ne? Von dem Neue Deutsche Welle Song. Ja, ne? Klingt ganz weg. Haben Sie es in jeder Folge, ist diese Musik am Anfang. Günther König hier als Erzähler, wunderbar. Er hat die ersten 15 Folgen gemacht, dann konnte er leider nicht mehr, weil er an Tod litt. Rainer Schmidt als Larry Brandt hat alle 19 Folgen, glaube ich. 19 sind es geworden insgesamt nachher vertont. Ist super. Henry König ist Ivan. Mhm. Macht er auch super. Ja, Gottfried Kramer dabei. Wir haben Pia Werfel haben wir dabei, wir haben Heidi Schaffrath dabei, ich brauche mal kurz die Hülle, sag mal kurz, nicht Heidi Schaffrath, sondern... Ja, steht natürlich nicht Linda drin. Joy? Michaela Schaffrath. Michaela Schaffrath war das nicht. Nein, ich hab's hier gleich. Reinhild Schneider, um Gottes Willen. Da wäre Schopper auch wahrscheinlich abgegangen, wenn also Michaela Schaffrath. Nein, es ist Reinhild Schneider, deren Stimme ich als Kind immer verliebt war. Also, die fand ich ganz toll. Sie ist die Besessene halt. Edgar Bessen ist dabei, Henry Kielmann, der ganz oft dabei war. Edgar Bessen, ja, genau. Ja? Also eine ganz, ganz, Günther König ist gar nicht. Doch, Günther König ist nicht nur Erzähler, er ist auch Samuel Goldstein gewesen. Er hat sogar zwei Rollen hier, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, super Hörspiel, mag ich gerne. Ja, auch in der Neuauflage hat man ja teilweise die Originalsprecher von damals wiederbekommen. In den Folgen 16 bis 19? Nee, auch in den ganz neuen jetzt hier. Ja, die waren ja nicht Europa. Die ist nicht mehr Europa, aber trotzdem noch teilweise wirklich die originale Larry Brandt-Stimme, Ivan Kundera-Chef und so. Ne? Also die Folgen, die es jetzt seit ein paar Jahren rausgekommen sind, die auch sehr hörenswert sind. Ne? Nicht mehr so dolle wie die von Europa. Aber auch durchaus hörenswert und auch ganz schön heftig geworden. Also teilweise die Neuauflagen. Ne? Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei der hier. Also gefällt mir auch super. Vor allem die erste Hälfte, die ist großartig. Ne? Nachher mit dem Schnellboot und so, dann flacht es ein bisschen ab. Aber gerade die erste halbe Stunde ist großartig. Also wenn dann das Mädel dann von dem Chopper besessen ist und dann da völlig wirre Sachen mit dem Make-up im Badezimmer. Ich finde, dass das Günther König erzählt das ja quasi. Das ist großartig. Und das macht er super. Ja. Ne, wenn er so erzählt, so von wegen, wenn sie das Make-up an den Spiegel schmiert und so. Ja, genau. Ne? Und dann das Rasiermesser das hinter dem Spiegel versteckt, so als ob sie später noch etwas damit vorhat. Und so. Das ist also ganz, ganz toll erzählt. Ich finde, das ist sehr stimmig. Es ist sehr, ein Grusel-Thriller. Sehr spannend erzählt dann auch. Ne? Naja, nee, und dann auch mit den beiden Leichen am Anfang, ne, du sagtest ja schon, die komplett schon fast verwest sind nach ein paar Stunden, weil er da eine Beschwörungsformel vorliest und so. Ne? Also es ist schon harter. Und die Folge könnt ihr in der Neuauflage unbedenklich hören, hier ist nichts verändert worden. Also es ist sowieso bei den Larry Brandt sehr wenig verändert worden. Folge 3 hat ein paar Schnitte, die indizierte Schlangenköpfe des Dr. Gorgo und ich glaube, Irrfahrt der Sklett hat auch ein paar Änderungen. Aber weitestgehend ist Larry Brandt unangetastet geblieben, auch bei der Musik, weil da hat Carsten Bohn gar nicht erst Musik gemacht. Richtig. Ja, das nur dazu. Also da gehen die CDs dann durchaus schon. Mhm.
Nee, absolut hörenswertes Hörspiel, wie gesagt. Aber ich bin auch ein großer Larry Brand-Fan. Also da gab es auch kaum mal eine Folge, wo ich dachte, die war jetzt völlig daneben. Nee, bei den Neueren war es dann ein bisschen. Bei den schwächer. Neueren nachher waren dann einige dabei, die da Dracula. Ein bisschen, ja, zum Beispiel, ja. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.